ein bisschen durch die Gegend und dann überlege ich mir, was ich gleich mache. Hallo und guten Tag von der Eisfläche. Ich stehe mit Eislaufschuhe, nee, Schlittschuhe. Ich stehe mit Schlittschuhen auf der Eisfläche. Ich weiß gar nicht, was das wirklich ist. So Pseudo-Eis. Wir haben jetzt schon festgestellt, dass das hier nicht ganz richtig funktioniert. Aber noch ist keiner gefallen. Wir sind noch am Üben und hört gute Musik. Heute an der Kamera, die bezauberte Kamera, Frau Mareike. Und wir gucken, ob ich mich hinlege oder noch ein Kind umwerfe. Wenn man mehr Geschwindigkeit aufbaut, dann hält das schon insgesamt ein bisschen besser. Aber es ist nicht ganz wie beim normalen Eisfußlauf. Und Melina macht das die ganze Zeit einen vor. Die kann das viel besser als wir. Und die wischt hier so durch die Gegend. Ein Rückchen macht sie doch. So beim Bremsen hätte ich gerne so diese Eisschicht, die man so bei coolen Eishockeyspielern immer sieht. Aber es klappt hier. Das ist hier leider nicht ganz möglich. Wusstet ihr, dass Eis rutschig ist? Also, wir sind sehr fleißig beim Eisschutzlaufen. Das Witzigste, was ich bisher gesehen habe, ist, wenn zwei Leute aufeinander zufahren, beide ungefähr die Kontrolle verlieren und man sieht, beide wissen nicht, wer jetzt fällt und wer nicht. Was ich noch gemacht habe in Vorbereitung auf diesen Tag, ist natürlich anzugucken, wie man schöne Eisschutzlauf-Tricks macht. Ich habe das jetzt mal vor 14 Jahren Eisschutzlauf gemacht, das habe ich mich auch vorbereitet. Pirouette, ich weiß nicht, macht man da so. Okay, eine volle Umdrehung ist das hier. Ich mach das ganz wunderbar. Jetzt muss ich mich hier nochmal vorgemacht. Viel besser. Ich nehme mich jetzt mitnehmen. Okay. Hallo. Aber hast du den einstehend Spaß gehabt? Habt ihr das gesehen? Naja, ich kann das immer wieder. Hey. Natürlich versuche ich das jetzt auch noch ein bisschen aus der Ego-Perspektive. Aber ich sag's euch, wie es ist. Ungewohnt. Aber guckt euch, wie ich fahre. Ich hoffe, man sieht das. Aber ich fahre schlecht. Aber ich fahre. Das ist komisch, man schlittert immer so mit diesen Schuhen so links, ganz weit weg. Vielleicht mache ich es auch einfach falsch. Und ich schwitze schon ganz doll. Man sieht es auf meiner Nase. Aber ich leuchte dafür ganz oft pink. Ganz oft lila. Ich darf nicht. Meine Kollegin lacht mich aus, das werde ich mir merken. Und hier gibt es immer ein, zwei Geisterfahrerkinder. Das ist wild.